Die Pressekonferenz der AfD am Tag nach den großen Wahlsiegen in Sachsen und in Brandenburg mit der Bundesspitze, der bisherigen Bundesspitze, muss man vielleicht auch sagen, Jörg Meuthen und Alexander Gauland und den beiden Spitzenkandidaten Jörg Urban aus Sachsen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Sie haben im Verlauf der Pressekonferenz gemerkt, es hat sich die Frage oder auch die Antworten der Politiker der AfD immer mehr auf die Situation in der AfD verlagert. Wie ist es mit dem Flügel? Ist die AfD eine bürgerliche Partei? Was ist vor allen Dingen eine bürgerliche Partei? Definition, trifft diese Definition einer bürgerlichen Partei in Deutschland tatsächlich auf die AfD zu? Diese Diskussion wird jetzt weitergehen, die wird sich auch verstärken, weil es sich ja möglicherweise auf einen Machtkampf oder einen Richtungsstreit in der AfD zubewegen wird beim Bundesparteitag Anfang Dezember in Braunschweig. Stichwort der Flügel, dem gehört zum Beispiel Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat in Brandenburg, an, ebenso wie Björn Höcke, der ja am 27. Oktober in Thüringen noch zur Wahl steht. Werden diese ostdeutschen Landesverbände mit ihren guten Wahlergebnissen da mehr Mitsprache in der Bundesspitze fordern? Und wie wird die Parteiführung der AfD nach dem 1. Dezember in Braunschweig eigentlich aussehen? Alexander Gauland hat ja angedeutet, dass er nicht wieder antritt, es sei denn, er wird tatsächlich noch gebraucht. Möglicherweise wird er tatsächlich als Kompromisskandidat wie vor 2 Jahren noch gebraucht. Möglicherweise wird auch Jörg Meuthen geopfert, der ja für den Bundesparteitag noch nicht mal nominiert ist für seinem Kreisverband, sondern als Bundessprecher, als Parteivorsitzender dorthin fährt. Durch diese Antworten hier deutet sich doch tatsächlich an, dass in der AfD sich alles auf diese Frage zuspitzen wird. Welche Richtung schlägt die Partei ein am 1. Dezember oder am 30. November, je nachdem wann die Wahl ist in Braunschweig? Und kann man danach dann noch von einer bürgerlichen Partei sprechen? Das wird spannend bleiben. Wir bleiben da auch dran, beobachten die AfD auch weiter. Es wird am 27. Oktober ja noch eine wichtige Landtagswahl geben, wenn der Vertreter, die graue Eminenz der Partei, Björn Höcke, der den Flügel vor allen Dingen prägt, also die Rechtsausleger in der AfD, wenn der dort sehr gut abschneidet, wird es für die Liberalen oder die Gemäßigten in der Partei, da gibt es ja nicht so sehr viele, noch schwerer werden, sich dann beim AfD-Parteitag in Braunschweig durchzusetzen. Das ist sozusagen der Subtext, das, was hier zwischen den Zeilen verkündet worden ist von der Bundesspitze der AfD und den beiden Spitzenkandidaten. Das war es jetzt zunächst mal hier von der Pressekonferenz der AfD in der Bundespressekonferenz. Andere Parteien werden jetzt auch gleich folgen. Ich gebe aber zunächst mal zurück zu Stefan Kulle nach Bonn.